schauen die Walliser Nachrichten auf den Oberwallis. Und das hier sind unsere Themen. Stabilisierung. Die Oberwalliser Bägelstände stabilisieren sich. Lancierung. Wallis-Tourismus schaltet nationale Werbungen. Und Realisierung. Riebrig verkommt Lärmschutzwand. Schön schauen wir dazu. Im Verlauf vom Donnerstag am Abend stabilisiert sich die Situation von den Bägelständen in den Oberwalliser Fliss immer mehr. Leute Verantwortlichen beim Kanton Wallis gibt es zwar in den einzelnen Regionen noch weitere Niederschläge, in der Nacht sinken aber die Schneefallgrenzen so, dass weniger Wasser die Berge am Abkommen. Trotzdem lässt man aber kritische Punkte weiter von den Feuerwehren beobachten. Wallis-Tourismus wirbt weiter ausserhalb vom Kanton und schaltet ab dem Freitag TV-Spots im SF und TSR auf. Damit bleibt Molytum-Direktor Urs Zennhäusern hier links im Bild konkurrenzfähig. Am Donnerstag hat man der GV nicht zuletzt dank der Steigerung bei einer Logiernacht um 3,7% ein solides Geschäftsjahr 2006-2007 präsentieren. In Riebrig will man das nächste Jahr entlang von der Simplonstrasse für rund 3,3 Millionen Franken Lärmschutzwände bauen. Wie die RZ berichtet, sind auf der Länge von der Brigga im Boch bis nach der Ifort im Hasel Lärmschutzwände aus Holz und Glas geplant. Der Gemeindepräsident von Oberwald, der Thomas Kech, plant in absehbarer Zeit vom Gumsen wegzuziehen und sich wahrscheinlich in der Ostschweiz niederzulassen. Der Kech ist seit 4 Jahren im Amt und hat zu einer treibenden Kraft für die Gemeindefusion Oberwald-Obergästle-Ulrich gekehrt. Beim Wettbewerb zur Gesundheitsförderung und Prävention im Bundeshaus hat das Kollegium Spiritus Sanctus Brig den zweiten Platz geholt. Man hat die besten 3 Gewinnerklassen für ihre im Rahmen von der Tagung Jugend- und Suchtmittel gestaltete Fotoplakate prämiert. Eine neue Multifunktionshalle soll Ziders in den Jahren 2011-2012 fertig gebaut und die neue Heimstätte vom HC Ziders Onivier sein. Die neue Halle soll aber nicht nur als Hockeystadion dienen, sondern auch als Kulturzentrum. Das Wallis hat einen verregneten Donnerstag hinter sich. Ob am Regen auch wieder mal die Sonne scheint, wir schauen es an im Walliser Wetter. Am Donnerstag hat es nicht nur in Zermatt, sondern im ganzen Wallis fast ununterbrochen geregnet. Der Regen bleibt nicht aber auch gerade am Freitag erhalten. Es ist der ganze Tag mehrheitlich bewölkt und regnerisch und auch deutlich kälter als die letzten Tage. Im Runental erwarten wir 20 Grad, im Moletschgebiet 18 und im Letschental 14 Grad. Und dann wagen wir noch einen Blick auf das Wochenende. Es bleibt veränderlich, ab und zu zeigt sich dann aber auch wieder mal die Sonne. Die Temperaturen schwanken zwischen 23 und 28 Grad. Das waren die Walliser Nachrichten vom Donnerstag, 29. Mai 2008. Ich sage merci vielmals für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal.